Ja. Hallo liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Dose der Auspacker, a.k.a. Dose packt was aus. Neues Material in the place to be, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vor circa 8 Monaten, ich glaube, es war im August ungefähr, also auf jeden Fall so lang wie ein Kind braucht, bis es fertig wird, habe ich gewartet auf diese Lieferung, die ich heute gerne vorstellen möchte, beziehungsweise mit euch auspacken möchte. Und dabei handelt es sich um 2 Pakete. Man sieht hier schon, wo er hat schon einmal mal nachgeguckt, immer lohnt sich das hier, was da drin ist. Also ist jetzt so angekommen, ne? Nicht, dass ihr meint, ich hätte hier schon vorher reingeguckt. Nein, so ist es nicht. Wie gesagt, im August bestellt. Grund dafür für die Verzögerung war, dass die Mediabooks, so viel möchte ich schon mal vorwegnehmen, fehlerhaft waren. Also vom Druck her, keine Ahnung, vielleicht waren auch die Medien selber fehlerhaft. Auf jeden Fall hat sich das deshalb verschoben und jetzt erst die Auslieferung von einer 3. Folge mit dem Thema Terrifier. Ja, noch nicht abschalten, vielleicht wird es ja doch interessant. Es ist eine neue Edition und zwar eine wattierte Edition von Terrifier, dem Film von 2016, und Terrifier 2 aus 2022, wenn ich nicht lüge, in jeweils 2 verschiedenen Cover-Varianten, also insgesamt 4 Mediabooks. Und das war damals das alte Problem beim Bestellen, ne? Der Server bricht da zusammen, du hast irgendwie schon 3 Sachen im Warenkorb und bei der 4. stürzt er dann ab, so ungefähr. Also habe ich 3 irgendwie bestellt und dann nochmal 1 extra. So, waren es 2 Bestellungen und dann habe ich Ike Media angeschrieben, ob das geht, dass er das zusammen versendet irgendwie so, um einfach jetzt hier die Versandkosten zu sparen. Ne? Und das war der Fehler. Weil danach geriet alles durcheinander. Er hat mir aus Versehen das komplette Geld zurücküberwiesen. Ich habe aber abzüglich der Versandkosten das wieder dahin überwiesen. Und dann kam jetzt der Ausfall, die ganzen Monate, das Warten auf den neuen Herausgabetermin sozusagen. Ich weiß jetzt nicht, was wo drin ist. Ich packe jetzt erstmal dieses hier aus. So, wieder gut verpackt hier. Und da haben wir, okay, Terrifier 2. Mit dem Cover I. Da ist es. Schönes Artwork, ganz ehrlich. Und in diesem Fall ist das die Nummer 198. So, weiter geht's direkt. Nächstes Moped hier, Rissverschlussstreifen. Machen wir doch direkt mit Terrifier 2 weiter, die Cover-Variante H. Ich glaube, das ist auch so ein klassisches Ding. Ich meine, da gäbe es auch Pros davon oder das wurde hier damit auf jeden Fall beworben, sage ich mal so. Die Nummer 704. Achso, habe ich noch gar nicht gesagt, ne? Limitiert auf 1222 Stück jeweils. Ja, jetzt kommt Teil 1 in 2 Cover-Varianten. Ich zeige erstmal diese hier. Das ist Terrifier 1 Cover-Variante K. Wie Klaus. Trophobie. So, die Nummer 135 von 1222 Stück. Hatte ich schon gesagt, das sind wattierte Mediabooks. Also wattiert bedeutet, kann man so ein bisschen eindrücken. Ne? Ist Schaumstoff drin. Und hier haben wir die Cover-Variante J von Terrifier. Auch sehr schön. Künstlerisch. Sehr gut gelungen und absolut passend auch zum Film. Schön! So sieht das aus. Das ist doch mal jetzt die definitive Sammlung hier und ja, vielleicht werde ich mich für jeweils für eine Cover-Variante entscheiden, aber das wird mir sehr, sehr schwer fallen und das vielleicht veräußern oder verschenken.
In the Place to Be, Terrifier. So, jetzt kommt ja dieses Jahr der dritte Teil ins Kino. Also wir haben jetzt März und das wird, glaube ich, irgendwann kurz vor Halloween, also im Oktober, 25. Oktober irgendwie so, wird der rauskommen. Ja, Terrifier 3 und dann geht es weiter mit den Videos. Wer übrigens die ersten Terrifier-Besprechungen, die sind ganz ausführlich, sehen möchte, der schaltet ein in die Folge 56 von Dos der Auspacker, aka Dos packt was aus, neues Material in the Place to Be, oder die Folge 64 von Dos der Auspacker, aka Dos packt was aus, neues Material in the Place to Be, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge, wenn es wieder etwas auszupacken gibt. In diesem Sinne, bleibt sauber und gesund, euer Dos. Peace out.